Herzlich willkommen zur Vorlesung Steuerungs- und Governance-Theorien. Heute die vierte Vorlesungseinheit zu Niklas Luhmann und seinem systemtheoretischen Steuerungsskeptizismus. Wir werden uns heute mit einer für die Steuerungsdiskussion wichtigen Position befassen, nämlich mit dem Thema Steuerung aus systemtheoretischer Perspektive, spezifisch aus der Sicht der Systemtheorie in der Version Niklas Luhmanns. Zuvor ein kurzer Rückgriff auf den Steuerungsansatz der vorangegangenen Vorlesungseinheit. Dabei ging es um Steuerung aus handlungstheoretischer Sicht, und zwar aus Sicht der normativ unterfütterten Handlungstheorie, wie sie Klaus Offe vertritt, der politische Steuerung insbesondere für erforderlich hält, um sozialpolitische Zielsetzungen wirkungsvoll zu verfolgen. Offe rekapituliert wichtige Argumentationslinien der Debatte Regulierer versus Deregulierer und dabei lässt er klare Sympathien für die Regulierungsfraktionen bzw. eine Reserviertheit gegenüber den Deregulierungsargumenten erkennen. Dennoch finden wir bei Offe eine verstärkte Skepsis gegenüber den Möglichkeiten staatlicher Steuerung, die deutlich ausgeprägter ist als etwa bei Redate Mainz. Mainz kritisiert in ihrem Artikel aus dem Jahr 2001, dass Steuerungs- und Demokratietheorien häufig in unverbundenen Diskussionssträngen der Politikwissenschaft stattfinden, was sicherlich auch eine zutreffende Beschreibung einer Vielzahl von politikwissenschaftlichen Diskursen der Steuerungstheorie darstellt. Diese Kritik trifft indes in Bezug auf den Ansatz von Klaus Offe nicht zu. In seiner Modifikation der handlungstheoretischen Steuerungslehre sind Ansätze einer partizipatorischen Demokratietheorie deutlich erkennbar. Als Fazit: Trotz seiner Sympathie für Steuerung erkennt Offe die unabweisbaren Probleme der regulativen Politik des Staates. Sein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, dass er dafür plädiert, staatliche Regulierung schrittweise in gesellschaftliche Regulierung zu überführen und damit der bürgerlichen Selbstverantwortung einen höheren Stellenwert zuzumessen. Also nicht alles nur vom Staat machen zu lassen, sondern die bürgerliche Selbststeuerung zu aktivieren. Deshalb möchte er gesellschaftliche Assoziationen, wie beispielsweise Verbände und Gewerkschaften, durch institutionelle Innovationen, wie zum Beispiel die Trennung von Ex-ante- und Ad-hoc-Regeln, zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz verhelfen. Er möchte sie damit von dem Vorwurf befreien, nur eigensüchtige Sonderinteressen zu verfolgen. Bei Offe spielen die Probleme der Steuerbarkeit, die Mainz für nicht ausschlaggebend hielt, eine zunehmend wichtige Rolle. Deshalb plädiert er auch dezidiert für einen verstärkten Einbezug gesellschaftlicher Akteure in das Steuerungsgeschehen. Der Staat soll hier in weiten Bereichen auf die Reservebank und nur dann helfen, also das heißt regulierend eingreifen, wenn die gesellschaftliche Selbstorganisation in Bereichen nicht mehr funktioniert. Wie zu Beginn der Vorlesung erläutert, lassen sich in der bundesrepublikanischen Steuerungsdebatte im historischen Rückblick unterschiedliche Phasen ausmachen, die zwischen den Polen Steuerung und Evolution angesiedelt werden können. Für die handlungstheoretischen Ansätze lässt sich rekapitulieren. Während Mainz nahe am Steuerungspol anzusiedeln ist, nähert sich Offe mit seiner Argumentation bereits dem Pol Evolution an. Noch weiter nun in Richtung des Evolutionspols gehen systemtheoretische Ansätze. Hier kommt es zu einem steuerungstheoretischen Paradigmenwechsel. Ausgangspunkt der Überlegung sind nun nicht mehr Akteure, also Menschen oder Organisationen, die etwas geplant tun, oder staatliche oder insbesondere staatliche Akteure wie bei Mainz oder verstärkt gesellschaftliche wie bei Olfe, sondern Systeme, genauer gesellschaftliche Funktionssysteme. Wichtige Texte von Luhmann zur Steuerungsthematik sind die folgenden.
Zunächst ist auf den für unsere Thematik zentralen Artikel Grenzen der Steuerung zu verweisen. Die bereits des Öfteren gehörte Formulierung von den Grenzen der Steuerung gewinnt hier eine ganz spezifische Bedeutung. Der kurze in der Zeitschrift Politische Vierteljahresschrift veröffentlichte Text Politische Steuerung geht zurück auf ein Streitgespräch zwischen Niklas Luhmann und Fritz Scharf auf der Politologentagung der DVPW im Jahre 1988. Hierbei handelt es sich um das vielleicht bekannteste Exponat der bundesrepublikanischen Steuerungsdebatte. Im Beitrag Steuerung durch Recht geht Luhmann auf Kritiken an seinem Ansatz ein und nimmt einige klärende Begriffsdarstellungen, Klarstellungen vor. Das Kapitel Strukturelle Kopplungen im posthum veröffentlichten Band Politik der Gesellschaft stellt schließlich einen wichtigen Baustein systemtheoretischer Überlegungen vor. Insbesondere empfehlenswert ist auch der Band Ökologische Kommunikation von Niklas Luhmann, der auch als eine Art Einführung in sein Denken verstanden werden kann, und zwar am Problem der ökologischen Steuerung. Er enthält außerdem ein Glossar wichtiger systemtheoretischer Begriffe. Gerade diesen letzten Band, den kann ich wirklich als Einführung Ihnen sehr ans Herz legen. Luhmann hat die Erfahrungen und Spielräume einer unauffälligen Verwaltungskarriere genutzt, um sich frühzeitig, also bereits Ende der 50er Jahre, einen Namen als Analytiker des Staatsapparats zu machen. Mit der Übernahme der Soziologieprofessur an der Universität Bielefeld im Jahr 1968 hat er sich dann mit beispielloser Konsequenz um die allgemeine Theorie sozialer Systeme bemüht. Hierbei hat er auf systemtheoretische Ansätze zurückgegriffen, wie sie sich in anderen Disziplinen bereits entwickelt hatten, also zum Beispiel in der Biologie oder in der Kybernetik. Und er hat dann versucht, diese für die Sozialwissenschaften fruchtbar zu machen. Mit der Zielsetzung der Entwicklung einer allgemeinen Theorie sozialer Systeme verbindet sich Folgendes. Luhmann versucht, einen so vielschichtigen Theorieentwurf vorzulegen, dass sich praktisch jeder Wirklichkeitsausschnitt der sozialen Welt darin unterbringen lässt. Ob es sich um die Politik, die Wirtschaft, die Moral, die Ästhetik, die Religion, die Wissenschaft und so weiter handelt, es gibt so gut wie nichts, wozu Luhmann nicht geforscht hat. In Bezug auf Reichweite, Ambitionen und Einfluss gibt es im deutschsprachigen Raum keine sozialwissenschaftlichen Theoretiker, die ihm das Wasser reichen können. Trotz der herausgehobenen Bedeutung Luhmanns war und ist er auch ein umstrittener Star in den deutschen Sozialwissenschaften. Dies hat Gründe vor allem in dem radikalen Perspektivwechsel der von Luhmann ausgearbeiteten Gesellschaftstheorie. Sie bricht gewohnte Sichtweisen auf und bietet ungewohnte Weisen der Wahrnehmung und Beschreibung der Gesellschaft an. Damit geht eine Zumutung einher, einer ständigen Problematisierung gewohnter Einstellungen und einer Reformulierung von Begrifflichkeiten. Damit übt die Theorie Luhmanns einerseits einen großen Reiz aus auf latente Avantgardisten, die gerne bereit sind, scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen. Der Perspektivwechsel führt aber oft auch zu Argwohn und pauschaler Vorverurteilung aufgrund der damit verbundenen Rezeptionsbarrieren. Speziell die Politikwissenschaft hat sich in der Vergangenheit mit der Luhmannschen Theorie oft besonders schwer getan. Es scheint naheliegend, dass vor allem Luhmanns Überlegungen zur Steuerungsthematik ausschlaggebend für die häufig reservierte Haltung der Politikwissenschaft gegenüber der Systemtheorie gewesen sein dürften. Denn der Steuerungsbegriff berührt ein zentrales Thema der Politikwissenschaft. Bereits in der bekannt gewordenen Luhmann-Scharf-Debatte um den Steuerungsbegriff fühlte sich der Politologe Fritz Scharf herausgefordert, die Profession gegen drohende Auflösungstendenzen zu verteidigen. Da sich die Politikwissenschaft im Rahmen dieser Vorlesung bereits ausgeführt, in ihrem Selbstverständnis im Kern als Wissenschaft von der Steuerung der Gesellschaft begreift,
fühlt sie sich von der Skepsis Luhmanns gegenüber herkömmlichen Steuerungskonzepten in besonderem Maße herausgefordert. So kann beispielsweise der Politologe Klaus von Baim den Glauben an einen akteursbezogenen Steuerungsbegriff als lebensnotwendige Lüge der Politikwissenschaft bezeichnen. Dennoch hat Luhmanns Reformulierung des Funktionsmechanismus der modernen Gesellschaft unerkennbare Spuren auch in der Politikwissenschaft hinterlassen. Außerdem spricht vieles dafür, dass die Bedenken gegenüber der Theorie von Luhmann häufig auf nicht fundierte Kenntnisse zurückzuführen sind. Die Kritik greift oft nicht wirklich, da sie den von Luhmann vorgenommenen Perspektivwechsel nicht nachvollzieht. Das heißt, die systemtheoretischen Begrifflichkeiten werden dann vom Boden der Akteurstheorie heraus kritisiert. Und damit verfehlen die Einwände häufig ihren Gegenstand. Zur Abrundung dieser einleitenden Bemerkung sehen Sie im Folgenden einen kurzen Filmausschnitt, in dem auch Luhmann selber zu Wort kommt. Bis gleich. Niklas Luhmann, der Beobachter der Gesellschaft im Ausguck der Wissenschaft, ist seit 1968 Ordinarius an der Universität Bielefeld. Für den Volljuristen wurde die Soziologie zu einer beruflichen Wiedergeburt. Ungewöhnlich der Umstieg in die Wissenschaft. 1966 promovierte er zum Doktor der Sozialwissenschaften und habilitierte sich im selben Jahr im Fach Soziologie. Bekannt geworden ist der Querdenker durch seine Weiterentwicklung der Systemtheorie. Nach Luhmann zerfällt die Gesellschaft in unzählige soziale Systeme. Mit dieser Gesellschaftstheorie erhebt er den Anspruch, die soziale Wirklichkeit tiefenscharf zu erfassen. Ein zentraler Schlüssel zur Gedankenwelt der Systemtheorie ist die Vorstellung, dass Systeme immer durch ihr Verhältnis zur Umwelt bestimmt sind. Ich will einfach mal von einem Gesichtspunkt ausgehen, dass es immer um die Differenz von System und Umwelt geht. Also nicht um ein Objekt, ein technisches Objekt, wo es dann noch viele andere Sachen daneben gibt, sondern immer um die Frage, wie reagiert eine Einheit auf alles andere? Welche Grenzen werden gebildet? Und wie filtern Grenzen die Informationen aus der Umwelt, die im System dann als Informationen erlebt und verarbeitet werden? Man hat also mit jedem System sozusagen die ganze Welt im Blick, aber immer gespalten durch die Differenz von System und Umwelt. Wenn man das auf die moderne oder auch überhaupt auf eine Gesellschaft und erst recht auf die moderne Gesellschaft anwendet, dann hat man die Frage, was eigentlich die Grenze der Gesellschaft ausmacht. Wie begrenzt sich die Gesellschaft gegen irgendetwas anderes? Und hier ist der entscheidende Schritt, die Gesellschaft nicht mehr als Gesamtheit der Menschen mit ihren vielen organischen, psychischen, auch chemischen, physikalischen Eigenschaften in die Gesellschaft hineinzunehmen, sondern zu sagen, die Gesellschaft ist nur Kommunikation. Sie besteht nur aus Kommunikation. Und wenn die Kommunikation fortgesetzt wird, setzt sich die Gesellschaft fort. Und von da aus gesehen kann man nun feststellen, wie durch Differenzierung in der Gesellschaft immer neue, autonome, kommunikative Einheiten gebildet werden. Also zum Beispiel die Wirtschaft. Soweit man über Geld kommuniziert, ist alles, was damit zusammenhängt, wirtschaftlich. Und die Gesellschaft hat mit Mühe lernen müssen, dass man zum Beispiel Seelenheil nicht kaufen kann, Freunde nicht kaufen kann, politische Ämter nicht kaufen kann, sondern dass die Kommunikation Geld für spezifisch wirtschaftliche Zwecke isoliert wird. Dann aber enorme Komplexität, enorme Fruchtbarkeit entfaltet über Märkte, Produktionsunternehmen, marktorientierte Produktionstechniken, marktorientierten Arbeitseinsatz und so weiter. Das Ganze also immer auf einer System-Umwelt-Differenz aufgebaut und immer mit klarer Bezeichnung derjenigen Operation, die diese Grenzen zieht, reproduziert, stärkt und innerhalb dieser Grenzen dann Systeme aufbaut. Die Geschichte, es hat eine sehr starke geschichtliche Perspektive dieses Denkens. Man kann dann sehen, wie sich Systeme differenzieren und wie sich das Muster der Differenzierung ändert. Also von Stadt, Land oder Adel, Volk zu hier Wirtschaft, dort Recht, dort Politik
dort Medizin, also funktionale Differenzierung. Die Geschichte der Menschen beginnt auch in der Theorie Luhmanns mit Urgesellschaften. Die Familien und Clans leben in überschaubaren Räumen. Nur wenige Menschen brauchen ernährt zu werden. Ein Grund für das stabile Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch. Mit den Hochkulturen entwickeln sich Gesellschaften mit hierarchischer Ordnung. Wenige Adlige und Priester an der Spitze dirigieren große Sprach- und Kultgemeinschaften. Der Fokus heute liegt bei unseren Überlegungen nicht nur auf Gesellschaften, die A, wie die Urgesellschaften nach Clans gegliedert sind, oder B, wie die Hochkulturen hierarchisch strukturiert sind, sondern auf spezifisch modernen, das heißt funktional differenzierten Gesellschaften. Und insbesondere den Steuerungsproblematiken in solchen funktional differenzierten Gesellschaften. Was also kritisiert Luhmann an den herkömmlichen Steuerungskonzepten? Zunächst einmal kritisiert er, dass sie von einer falschen Fragestellung ausgehen. Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, die richtige Fragestellung zu erarbeiten. Bevor wir uns nun der richtigen Fragestellung widmen, ist Luhmann zufolge erst einmal eine Flurbereinigung vorzunehmen, also die herkömmliche falsche Fragestellung zu hinterfragen. Das heißt, wir müssen zu Beginn eine begriffliche Klärung vornehmen, indem wir fragen, was meinen wir, wenn wir von Steuerung sprechen, beziehungsweise was ist der Ertrag der Arbeit mit bestimmten Begriffen? Luhmann sieht nämlich ein zentrales Problem der Schwierigkeiten in der Diskussion um den Steuerungsbegriff bedingt durch ungenaues Lesen und laxes Formulieren. Denn in systemtheoretischem Kontext gilt es stets, die Systemreferenz mitzubedenken, auf die sich eine Aussage bezieht. Damit sind, so Luhmann, Zitat, sehr viel höhere Ansprüche an begriffliche Genauigkeit, Zitat Ende, verbunden. Und ich zitiere weiter, Zitat Anfang, und es scheint diese Forderung zu sein, dass die Steuerungstheoretiker schmerzt und zu unkontrollierten Gestikulationen veranlasst. Denn er weiß nicht, wovon er redet und kann sich nur durch Angriff verteidigen, Zitat Ende. Das heißt also, entgegen anderslautenden Äußerungen behauptet Luhmann nicht die empirische Unmöglichkeit von Steuerung. Es kommt ihm vielmehr darauf an, zu klären, welches Steuerungskonzept zugrunde gelegt wird. Und nur in Bezug auf das handlungstheoretische Steuerungskonzept behauptet er, dass es nicht funktioniere. Anders ausgedrückt, er sagt also nicht, dass die Steuerung empirisch nicht möglich sei, sondern lediglich, dass Steuerung, so wie sie aus handlungstheoretischer Perspektive beschrieben wird, nicht plausibel ist. Er unterscheidet somit zwei Begriffe der Steuerung. Erstens ein handlungstheoretisches Steuerungskonzept. Steuerung wird hier definiert als Bestimmung eines Systemzustands von außen. Entsprechend hatte Mainz Steuerung ja dadurch gekennzeichnet, dass der staatliche Steuerungsakteur eine systematische Zustandsveränderung des gesellschaftlichen Steuerungsobjekts extern, also das heißt von außen, intentional, gezielt herbeiführt. Wohlgemerkt, auf diesen Begriff von Steuerung bezieht sich Luhmanns Steuerungsskeptizismus. Er bezweifelt die Annahme, dass eine zielgerichtete Steuerung von komplexen Systemen überhaupt möglich sei. Oder anders ausgedrückt, Steuerung im Sinne einer Zustandsbestimmung eines gesellschaftlichen Teilsystems ist nach Luhmann nicht möglich. Daneben gilt es einen kybernetischen Steuerungsbegriff. Daneben gibt es einen kybernetischen Steuerungsbegriff. Hier geht es um Differenzminimierung, also Minderung bzw. Minimierung einer Differenz. Und zwar im Idealfall gegen Null. Der Begriff Steuerung bezieht sich dann nicht auf Systeme, sondern auf Unterscheidungen. Und nur bestimmte Unterscheidungen eignen sich dafür, in einen solchen Programm der Differenzminimierung eingespeist zu werden.
Beispielsweise kann ein Gesetz, das Grenzwerte für bestimmte Umweltverschmutzungen vorschreibt, die Differenz zwischen tatsächlichem und erstrebtem ökologischem Zustand verringern. Das heißt, die Differenz der Unterschiede bezieht sich dann auf die folgenden beiden Zustände. A, den Zustand, der eintritt, wenn durch ein solches Umweltverschmutzungsgesetz gesteuert wird, im Vergleich zu B, dem Zustand, der bestünde, wenn nicht gesteuert worden wäre. Wie bereits erwähnt, eignen sich jedoch nur bestimmte Differenzen für Differenzminimierungsprogramme. Denn die moderne Gesellschaft ist ja wesentlich durch Ausdifferenzierungsprozesse gekennzeichnet, also durch Vermehrung von Differenzen und nicht durch die Verminderung von Differenzen. Es ist ja eine Grundannahme von Luhmann, dass sich die moderne Gesellschaft insbesondere dadurch von Vorgängergesellschaften unterscheide, dass sie durch die funktionale Differenzierung von gesellschaftlichen Teilsystemen, also Wirtschaft, Recht, Politik und so weiter, gekennzeichnet sei, die alle nach ihrer eigenen Logik funktionieren. Da die moderne Gesellschaft also wesentlich auf Ausdifferenzierungsprozessen beruht, gibt es viele Differenzen, die sich nicht für ein Differenzminimierungsprogramm eignen. Zum Beispiel die Differenzen, die durch Codes der gesellschaftlichen Teilsysteme gesetzt sind. Also zum Beispiel Recht-Unrecht im Rechtssystem oder Macht-Haben-Nicht-Macht-Haben beim politischen System. Diese Differenzen eignen sich nicht. Zweitens die Differenzen zwischen den Teilsystemen, also etwa die Differenz zwischen Ökonomie und Politik oder zwischen Ökonomie und Wissenschaft, die eignen sich ebenfalls nicht für Steuerungsprozesse, denn die sind ein Grundfaktum der modernen Gesellschaft. Denn diese banalen Unterscheidungen können nicht eingeebnet werden, ohne zum Zusammenbruch des Systems zu führen. Bevor auf das kybernetische Steuerungsmodell näher eingegangen wird, sollen zunächst die wichtigsten Kritikpunkte von Luhmann am handlungstheoretischen Steuerungsbegriff vorgestellt werden. Der Haupteinwand von Luhmann am handlungstheoretischen Modell lautet, dass die Akteurs- bzw. Handlungstheorie unterkomplex sei. Das heißt, sie sei zwar in früheren Gesellschaftsformen sinnvoll gewesen, also im 18. und 19. Jahrhundert, aber angesichts der steigenden Komplexität in modernen Gesellschaften sei die Handlungstheorie heutzutage hilflos. Indiz dafür sei die Notlüge der unintendierten Nebenfolgen, der unvorhersehbaren Effekte von Steuerung, mit der versucht wird, das Versagen von Steuerung im Sinne des klassischen Steuerungskonzepts notdürftig zu kaschieren. Das handlungstheoretische Steuerungskonzept eignet sich allenfalls zur Phrasierung von Politik, das heißt zur Zuordnung bestimmter Handlungen an bestimmte Politiker in der Öffentlichkeit. Es sei aber in wissenschaftlicher Hinsicht ungeeignet. Die Unterkomplexität des handlungstheoretischen Modells hängt Luhmann zufolge nicht zuletzt mit der Kausalitätsproblematik zusammen. Nun ein Exkurs zum Konzept der Kausalität. Betrachten wir zunächst die linke Seite des Schaubildes. Handlungstheorien konzeptualisieren Kausalität linear. Das heißt, sie gehen von bestimmten und unbestimmten Variablen aus und stellen dazwischen eine lineare Beziehung her. Zum Beispiel, ein bestimmtes Arbeitslosenprogramm, das ist das Steuerungsmittel, hat demnach eine bestimmte Auswirkung auf die Situation am Arbeitsmarkt, also die Höhe der Arbeitslosenzahlen. Jedoch wendet Luhmann Folgendes ein. Wenn von Kausalität die Rede ist, kann man immer fragen, wer bestimmt die Zurechnung? Warum so und nicht anders? Warum betrachte ich gerade diese Kausalbeziehung, diese Relation zwischen Wirkung und Ursache, als entscheidend? Warum fokussiere ich nicht auf die Kausalbeziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Konjunktur? Oder Arbeitslosigkeit und weltweiter Bankenkrise? Oder Arbeitslosigkeit und Jahreszeit? Und so weiter. Und wie lässt sich der Bereich sinnvoll abgrenzen, den ich betrachte?
Das Hauptproblem hierbei ist, dass nur ein winziger Realitätsausschnitt erfasst wird. Es handelt sich also um eine limitierte Zurechnung, die getroffen werden kann. Eine Menge von anderen möglichen Kausalbeziehungen werden indes außer Acht gelassen. Da indes im akteurstheoretischen Modell nicht darauf reflektiert wird, dass die Herstellung einer bestimmten Kausalbeziehung auf Zuschreibungsakten beruht, wird die hergestellte Relation zwischen Ursache und Wirkung auch mit dem Begriff der festen Kopplung umschrieben. Nun auf der rechten Seite der Folie. Hier sehen Sie ein netzwerkförmiges Kausalverständnis. Auf der rechten Seite der Folie hingegen finden Sie ein alternatives Modell, und zwar eines netzwerkförmigen Kausalitätskonzepts, wie es das systemtheoretische Denken auszeichnet. Bestimmte Wirkungen lassen sich auf mehrere verschiedene Ursachen zurückführen. Desgleichen können bestimmte Ursachen zu ganz unterschiedlichen Auswirkungen führen. Prinzipiell sind Kausalhorizonte sowohl nach der Seite der Ursachen als auch nach der Seite der Wirkungen hin unabschließbar. Hierfür steht diese Metapher des Netzes. In anderen Worten, es gibt endlos Probleme der Kausalzurechnung. Dieses Problembewusstsein bildet die Hintergrundfolie eines Denkansatzes, welcher nur eine lose Kopplung zwischen bestimmten Ursachen und Wirkungen herstellt, die auf einer Zuschreibung eines Beobachters beruhen. Der handlungstheoretische Reduktionismus besteht darin, dass aus dem vielfältigen Geflecht von Ursache-Wirkungsbeziehungen zwei Variablen herausgegriffen werden. Im Schaubild sind die durch den Kreis symbolisiert, die dann als Ursache- und Wirkungsverhältnis untersucht werden. Es lässt sich an dieser Stelle also folgendes Fazit ziehen. Das lineare Kausalitätskonzept, das Handlungstheorien zugrunde liegt, lässt sich nur konzeptualisieren, wenn man mehr oder weniger willkürlich die Betrachtung auf einen winzigen Ausschnitt der gesellschaftlichen Realität reduziert und den ganzen weiteren unabschließbaren Horizont netzwerkförmiger Kausalbeziehungen außer Acht lässt. Damit sind die Handlungstheorien aber, so Luhmann, nicht in der Lage, die gesteigerte Komplexität, also Vielschichtigkeit und die Zusammenhänge moderner Gesellschaften angemessen zu erfassen. Daneben gibt es einen weiteren Kritikpunkt von Luhmann, nämlich die Vernachlässigung der Zeitdimension bzw. der Einführung von Steuerung. Handlungstheoretische Steuerungsmodelle denken üblicherweise nur an die Änderungen der Bedingungen zukünftigen Handelns. Demgegenüber müssen, so Luhmann, das Augenmerk stärker auf die Einführung dieser Änderung gelegt werden. Das heißt, auf Steuerung als Ereignis. Als Beispiel: Erklärungen zur künftigen Politik oder das Vorstellen von Gesetzesplänen wirken nämlich bereits als Steuerungsereignis, also haben Signalwirkung, noch bevor überhaupt tatsächlich politisch gesteuert worden ist. Da die Wirkung von solchen Ankündigungen, nämlich wie künftig gesteuert werden soll, oft rascher wirkt als die beabsichtigte Änderung der Bedingungen künftigen Handels, kann dadurch die eigentliche Steuerung bereits obsolet werden. Wenn die Politik zum Beispiel, um die leeren Haushaltskassen etwas aufzufüllen, ankündigen würde, dass künftig die Sparstrümpfe, Sparschweine und Sparbücher der Bürger und Bürgerinnen mit einer Sparstrumpfsteuer belegt würden, könnte dies dazu führen, dass noch vor Verabschiedung einer solchen gesetzlichen Regelung die betroffenen Bürger ihre diesbezüglichen Sparguthaben auflösen und beispielsweise in Aktien investieren oder mehr konsumieren. Das heißt, bereits die Ankündigung eines Steuerungsvorhabens kann massive Auswirkungen haben. In dynamischen Gesellschaften mit extrem kurzen Gegenwartshorizonten nimmt Steuerungspolitik immer mehr die Form einer Ankündigung von Steuerung an. Das bedeutet, Signale werden gesetzt und revidiert und davon gehen dann strukturelle Effekte aus, die wiederum Anlass für Steuerungspolitik bieten.
Nach Explizierung der Einwände von Luhmann gegenüber dem handlungstheoretischen Steuerungsmodell gehen wir nun über zur systemtheoretischen Konzeptualisierung von Steuerung und ihren Grenzen. So viel kann vorab festgehalten werden. Der zentrale Grund der Steuerungsprobleme nach Luhmann liegt in Steuerbarkeitsproblemen der gesellschaftlichen Teilsysteme. Das heißt, in demjenigen Grund von Steuerungsproblemen, den Renate Mainz zurückgestuft, also disprivilegiert hat. Mainz war bekanntlich der Meinung, die Beschaffenheit des Steuerungsobjekts sei nicht so ausschlaggebend für Steuerungsprobleme. Ganz anders die Einschätzung aus Sicht der Systemtheorie. Hier wird eine gänzlich andere Betrachtungsweise zugrunde gelegt. Zum Vorläufermodell. Wichtige Anregungen bezieht die systemtheoretische Konzeptualisierung von Steuerungen aus der Kybernetik, das heißt der Theorie von sich selbst steuernden Systemen. Hier gibt es seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts Überlegungen zur Steuerungskunst. Das bekannteste Beispiel ist das Thermostat, das als Paradebeispiel für Steuerung in einfachen Systemen gilt. Entscheidend ist die Entdeckung des Feedback-Mechanismus. Durch ihn wird es möglich, das System zu steuern durch einen Vergleich des Inputs mit Zielgrößen. Als Zielgröße wird zum Beispiel eine Raumtemperatur von 20 Grad angegeben. Wenn es durch einen Kälteeinbruch, einen neuen Input, zum Absinken der Raumtemperatur kommt, registriert das Thermostat dies und steuert dagegen. Das heißt, es geht um die Minimierung einer Differenz zwischen erstens der erwünschten Raumtemperatur, der Zielgröße, und zweitens der aktuellen Raumtemperatur, also dem Ist-Zustand. Und gleichzeitig kontrolliert das Thermostat ständig die neue Abweichung. Man kann zur Veranschaulichung des kybernetischen Steuerungsmodells auch an das Beispiel des Fahrradfahrens denken. Messungen haben ergeben, dass man nie auf einer völlig geraden Linie fährt, sondern ständig dabei ist, die Schwankungen und Abweichungen von der Ideallinie auszugleichen. Die Steuerung im kybernetischen Sinne bedeutet also die Verringerung einer Differenz, also eines Unterschiedes, und zwar zwischen erstens einem gegebenen und als unbefriedigend diagnostizierten Zustand, hier symbolisiert als der Ausgangszustand Z1, in der blauen Farbe am linken Rand des Schemas, und zweitens einem fiktiven Zielzustand, also der Ideallinie, hier als Zielzustand ZX bezeichnet, in blauer Farbe. Die Zweckorientierung, hier benannt als Z2 in der blauen Farbe, läge darin, durch relative Bemühungen, hier bezeichnet als Steuerungsimpuls S1, in roter Farbe mit dem Pfeil nach oben, eine Differenz zu dem Zustand zu erreichen, der eintreten würde, wenn man nichts täte, wenn also nicht gesteuert werden würde. Das heißt, wenn es beim Ausgangszustand Z1 geblieben wäre. Das Steuerungsziel Z2 beim kybernetischen Modell ist nicht die Änderung eines Systemzustands bzw. die Änderung eines Regelungsfeldes, wie beim handlungstheoretischen Modell intendiert, sondern die Annäherung an eine Ideallinie auf einer prinzipiell unendlich gedachten Zeitachse, hier als ZA bezeichnet, also die blaue waagerechte Linie. Dabei wird der Steuerungsvorgang durch ständige Rückkopplungen dynamisiert. Wurde etwa zu stark gesteuert, so wird wieder ein neues Steuerungsziel, hier Z3, blaue Farbe in der Mitte unten, bestimmt und ein weiterer Steuerungsimpuls, hier S2, bezeichnet und gesetzt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, bei Steuerung handelt es sich in der Regel um eine Endlosbeschäftigung. Dieses Input-Output-Modell basiert indes auf der Vorstellung offener Systeme, so wie die sogenannte ältere Systemtheorie. Mit Impuls werden die Umwelteinwirkungen auf das System bezeichnet, und Outputs steht für die Reaktionen des Systems darauf.
Das heißt, das System befindet sich in einer solchen Konzeptualisierung mit seiner Umwelt in einem ständigen Kontakt. Nun die komplexen Systeme. Jedoch ist die Brauchbarkeit dieses Denkansatzes beschränkt. Genauer, dieses Modell funktioniert nur zur Erklärung der Funktionsweise von einfachen Systemen. Warum? Das Modell basiert darauf, dass sich für die Übersetzung von Inputs in Outputs eine einfache mathematische Funktion angeben lässt. Also nach dem Muster, immer wenn Input A, dann Output B, immer wenn Input X, dann Output Y und so weiter. Das heißt, das Input-Output-Modell oder die Theorie offener Systeme, um hier eine begriffliche Alternative zu verwenden, ist nicht geeignet für komplexe Systeme, wie sie etwa soziale Systeme darstellen. Denn es ist leicht einsichtig, dass zum Beispiel das Wirtschaftssystem nicht einfach eine automatisch ablaufende Maschine ist, sondern wesentlich komplexer. Als Fazit, es lässt sich resümieren, zur Erklärung sozialer Systeme bedarf es eines anderen Modells. Es ist also eine Umstellung der Theoriegrundlagen nötig. Und an dieser Stelle kommt der Zentralbegriff der Luhmannschen Theorie ins Spiel, Autopoiesis oder Autopoese, wie andere sagen. Dieser Begriff handelt von der Theorie geschlossener Systeme. Auch in den Sozialwissenschaften gab es bekanntlich bereits vor Luhmanns Systemtheorie Ansätze, wie beispielsweise die an Talcott-Parsons oder David Easton orientierten. Diese herkömmlichen systemtheoretischen Ansätze entsprechen dem altkybernetischen Input-Output-Modell. Das heißt, es handelt sich um Theorien offener Systeme. Es ist die zentrale innovative Leistung von Luhmann, die Umstellung der Theoriegrundlagen in den Sozialwissenschaften von offenen Systemen auf geschlossene Systeme, also autopoetische Systeme, eingeführt zu haben. Der Autopoiesis-Begriff ist, wie bemerkt, das revolutionäre Herzstück von Luhmanns Theorie. Gerade deshalb handelt es sich dabei aber auch um die Denkfigur, die bei den Rezipienten der Theorie die größten Schwierigkeiten und Verstehensbarrieren hervorruft. Da die Denkfigur der Autopoiesis aber alle anderen theoriekonstitutiven Begriffe in elementarer Weise berührt, sollen zunächst die zentralen Begrifflichkeiten des Autopoiesis-Konzepts kurz in Erinnerung gerufen werden. Darauf aufbauen kann dann erläutert werden, wie Luhmann den kybernetischen Steuerungsbegriff weiterentwickelt. Das Basistheorem. Bekanntlich, und dies wurde auch gegen Ende des gezeigten Filmausschnitts veranschaulicht, geht Luhmann davon aus, dass es eine historische Abfolge dominanter gesellschaftlicher Gliederungsprinzipien gibt. Dabei sieht er die Moderne dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Übergang von erstens einer hierarchischen Differenzierung, also der Untergliederung der Gesellschaft, insbesondere durch Stände, die sich als eine Pyramide darstellen lässt, an deren Spitze der politische Machthaber zu verorten ist, hin zu zweitens einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaftsstruktur feststellen lässt. Diese letztere, funktional ausdifferenzierte Gesellschaftsstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass sich unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche, also Recht, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Erziehung und so weiter, als eigenständige Kommunikationsbeziehungen ausdifferenziert haben, die jeweils ihrer eigenen Rationalität folgen. Es gibt also an dieser Gesellschaft keine Spitze mehr, die alles steuert. Es gibt damit auch keine gesellschaftliche Gesamtrationalität mehr. Das Ganze ist nicht in einer Art und Weise von oben nach unten geordnet, sondern nur noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Rationalitäten ohne ein überwölbendes Dach. Also eher so Kreise und Bereiche, die nebeneinander und nicht übereinander existieren und nicht durch ein Prinzip von oben nach unten hierarchisch verbunden sind. Der folgende kurze Steckbrief zu Systemen orientiert sich an den Fragen wozu, wie und womit. Wozu stellt die Frage nach dem Zweck von Systemen. Die Antwort ist, Systeme reduzieren Weltkomplexität. Wie?
Also wie reduzieren Systeme Weltkomplexität? Die Antwort: Sie tun dies durch die Differenzierung von System und Umwelt. System versus Umwelt bezeichnet die Leitdifferenz der Systemtheorie, auf der alle weiteren Unterscheidungen aufbauen. Der Begriff Umwelt wird im systemtheoretischen Zusammenhang nicht auf ökologische Aspekte abgezielt verwendet. Gemeint sind also nicht Wälder, Wiesen und so weiter, sondern vielmehr ist Umwelt alles, was nicht das System ist. Umwelt ist also ein Begriff, der immer nur relational zu einem jeweiligen System bestimmt ist. Wichtig ist dabei zu beachten, dass es sich bei System und Umwelt also um keine konstanten Größen, sondern vielmehr um relationale Größen handelt. Das heißt, es kommt wesentlich darauf an, von wo aus die Betrachtung erfolgt. Es muss also immer die jeweilige Referenzebene mit beachtet werden. Als Beispiele: Für die Wirtschaft ist alles, was nicht wirtschaftliches System ist, Umwelt. Also die Umwelt des Wirtschaftssystems. Zum Beispiel das politische System ist Umwelt des Wirtschaftssystems. Für das politische System hingegen gehört das wirtschaftliche System zur Umwelt. Wodurch? Auf welche Weise differenzieren sich Systeme? Die Antwort: Systeme differenzieren alle Vorgänge in der Welt durch Zugrundelegung eines binären Codes, das heißt eines zweiwertigen Codes, eines Codes, der nur zwei Zustände kennt. Beispielsweise ja, nein, gerecht, ungerecht, wahr, unwahr und so weiter. Systeme, die unter Zugrundelegung eines binären Codes operieren, sind geschlossene Systeme oder, wie der Fachterminus heißt, autopoetische Systeme. Bei Autopoiesis handelt es sich um einen Begriff, der ursprünglich aus der Biologie kommt. Er wird in den Biowissenschaften verwandt zur Definition der selbstreproduzierenden Operationsweise lebender Systeme, also zum Beispiel der Bezeichnung von Organismen und ihren Selbsterhaltungsmechanismen. Es ist zunächst eine befremdliche Vorstellung, dieses Konzept der Biologie auf die Sozialwissenschaften zu übertragen. Und das ist Luhmann durchaus bewusst. Luhmanns These ist schlicht und einfach, dass unsere vertrauten Bilder den Funktionsmodus moderner Gesellschaften gründlich verfehlen. Und daraus leitet er die Forderung ab, wir müssten bei der Bestimmung der Elemente des Gesellschaftssystems ganz anders ansetzen. Zitat Luhmann: Die Vorstellung der Elemente des Gesellschaftssystems muss von substanziellen Einheiten, Individuen, auf selbstreferenzielle Operationen umgestellt werden, die nur im System mit Hilfe eines Netzwerks von gleichen Operationen hergestellt werden können. Zitat Ende. Also nicht Menschen, Akteure, Handelnde machen Gesellschaft, sondern Operationen. Genauer, solche Operationen, die eine bestimmte Qualität aufweisen, nämlich selbstreferenziell, also selbstbezüglich sind. Was heißt dies? In den Worten Luhmanns. Zitat: Gemeint ist hier jede Operation, die sich selbst auf anderes und dadurch auf sich selbst bezieht. Zitat Ende. Das heißt, dass man es mit Vorgängen zu tun hat, die als Teil eines Systems mit gleichen Vorgängen gekoppelt sind und sich von den Vorgängen in der Umwelt unterscheiden. Beispielsweise Geldzahlungen lösen andere Zahlungen aus, Gerichtsurteile zitieren andere Urteile, Moralpredigten bekräftigen oder dementieren einander, Machtkämpfe setzen sich in anderen Kämpfen fort und so weiter. Aber wer nicht zahlt, wird mit moralischen Appellen kaum davonkommen. Richter können ihre Entscheidungen nicht mit Zahlungen begründen. Und moralisch, so im Recht, kann niemand sein, dass er deswegen an die Macht käme. Denn zwischen Systemen, dazwischen liegen immer Systemwelten. Das eine gehört nicht zum anderen.
In der Konsequenz, bei der Analyse von Gesellschaften vollzieht sich ein Paradigmenwechsel von der Akteurs- oder Handlungstheorie zur Systemtheorie. Im Einzelnen, also von Individuen zu Operationen als basalen Elementen, von linearen zu netzwerkartigen Konzepten, von Handlungen zu Kommunikation. Kommunikation ist kennzeichnend für die Gesellschaft, das heißt, nur gesellschaftliche Systeme kommunizieren. Nun zur Definition von Autopoiesis. Wir können den Begriff der Autopoiesis im Kontext der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie also an dieser Stelle wie folgt umschreiben. Zitat: In der soziologischen Systemtheorie bezieht sich der Begriff auf Systeme, die alle ihre Elemente selbst produzieren. Zitat Ende. Also das heißt, sie produzieren alle ihre Kommunikationen selbst. Die Frage, wie machen sie das? Wie produzieren autopoetische Systeme ihre Elemente? Die Antwort: Sie sind dabei quasi auf Energiezufuhr von außen angewiesen. Die Fortsetzung des Zitats: Sie, also die Systeme, produzieren ihre Elemente selbst, indem sie die Ereignisse der Umwelt nach ihrem eigenen Code beobachten und als Ressourcen den eigenen produktiven Operationen zurückführen. Zitat Ende. Die Frage ist nun, welche Konsequenzen die Einführung der Theoriefigur geschlossener Systeme für den Steuerungsbegriff mit sich bringt. Zu den Konsequenzen für die systemtheoretische Steuerungstheorie. Es gibt also zwei Steuerungselemente. Der Ausgangspunkt. Im Sinne der kybernetischen Vorstellungen wird Steuerung, wie bereits dargelegt, verstanden als Differenzminimierung bzw. als Verringerung eines Unterschieds. Ein darauf abzielendes Programm ist das erste Element eines systemtheoretischen Steuerungsbegriffs. Zweitens bedarf es dann noch eines weiteren Elements, denn ein Programm der Minimierung eines Unterschieds braucht innerhalb der Unterscheidung, um die es geht, noch eine Asymmetrie als Richtungsangabe. Das, was in der Handlungstheorie als Zwecke bezeichnet wurde, lässt sich so reformulieren, nämlich als Asymmetrisierung von Differenzen. Das heißt, ich habe zwei Seiten der Unterscheidung, von denen eine höher bewertet wird. In diese Richtung soll dann gesteuert werden. Als Beispiele. Beispielsweise soll die Angleichung von Bildungschancen, das heißt die Minimierung der Differenz zwischen denen, die gute Bildungschancen haben und denen, die schlechte Bildungschancen haben, nicht durch Minderung der Bildung aller, sondern durch Erhöhung der Bildung aller erfolgen. Oder wenn ich durch ein Impfgesetz die Differenz zwischen Gesunden und Kranken verringern will, dann nicht dadurch, dass mehr Personen krank werden, sondern vielmehr dadurch, dass die Zahl der Gesunden sich vergrößert. Das heißt, ich benötige eine Richtungsangabe, auf welche Weise ich die Distanz bzw. Differenz einebnen will. Die Frage: Wo liegen jetzt die Grenzen der Steuerung? Eine Frage, die wir ja bereits bei Mainz und bei Olfe kennengelernt haben. Die Antwort Luhmanns fällt ganz anders aus als bei den handlungstheoretischen Ansätzen. Denn die Grenzen der Steuerung werden von den Systemen selbst gezogen, und zwar gemäß ihrem je spezifischen eigenen Code. Die radikale Konsequenz dieser Umstellung ist, dass jede Steuerung im Grunde Selbststeuerung ist. Und nicht etwa Fremdsteuerung, so wie bei Mainz. Das heißt, in der Umwelt eines Systems, also zum Beispiel des politischen Systems, gibt es eine Reihe von Ereignissen, von Kommunikationssequenzen. Aus dieser Überfülle von Kommunikationen ringsum selektiert, also wählt das politische System nun diejenigen aus, die sich an seinem eigenen Code, also Macht haben oder nicht Macht haben, anschließen lassen. Kommunikationssequenzen, die nicht an den jeweiligen zweiwertigen Code anschlussfähig sind, bleiben sozusagen vor den Toren des Systems, beziehungsweise werden vom System nur als unverständliches Rauschen wahrgenommen, also gar nicht beachtet.
etwas, was nicht mit Macht zu tun hat, kann für das System Politik gar nicht einbezogen werden. Die übliche Vorstellung, dass Infos von einem System zum anderen transportiert werden, trägt somit nicht mehr. Denn in der Umwelt sind nur Daten. Erst wenn das System Daten aus der Umwelt aufnimmt und durch das systemeigene Datenverarbeitungsprogramm schleust, werden sie für das System zu Informationen, das heißt handhabbar und prozessierbar. Das heißt, die Umwelt eines Systems ist nicht objektiv gegeben, sondern die Umwelt des Systems ist immer genau die Umwelt, wie sie das System sieht, und zwar mit seiner spezifischen Brille. Und das ist gemeint, wenn von geschlossenen Systemen die Rede ist. Ein gesellschaftliches Funktionssystem steuert sich demnach selbst, indem es seine eigenen Operationen an seinem spezifischen zweiwertigen Code ausrichtet. Insofern ist es nun immens wichtig, die Systemreferenz zu beachten. Das heißt, ein Unterschied kann verschiedene Unterschiede, also das heißt Informationen erzeugen, je nachdem in welchem System ich die Kaskade weiterer Informationserzeugung und Verarbeitung verfolgen will. Als Beispiel ein Impfgesetz. Die Einführung eines Impfgesetzes hat unbestreitbare Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Unterscheidung von politischen Systemen, Rechtssystemen und dem System der Krankenbehandlung zwingt dann dazu, verschiedene Systemreferenzen zu unterscheiden. Im Rechtssystem wird durch ein solches Gesetz die Geltungsgrundlage verändert. Jemand kann ins Unrecht geraten auf eine Weise, für die die Frage, ob er krank oder gesund ist, gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel, indem jemand sein Kind nicht zur vorgeschriebenen Impfung schickt. Oder indem ein Arzt nicht die Hygienevorschriften beachtet, die im Gesetz vorgeschrieben sind. Steuerung im Rechtssystem bedeutet dann, dass die Differenz zwischen entdecktem, also geahndetem Rechtsbruch und nicht entdecktem und ungeahndetem Rechtsbruch verringert wird. Im politischen System geht es um ganz andere Kriterien, vor allen Dingen um eine vorweisbare Erfolgsbilanz von politischen Maßnahmen durch das Impfgesetz und deren Gefährdung, zum Beispiel durch skandalöse Schwererkrankungen oder Todesfälle aus Anlass von Impfungen. Die Regierung muss dann beispielsweise darauf achten, dass ein Impfskandal nach Möglichkeit erst nach den Wahlen bekannt wird, eben um ihren Machtgehalt nicht zu gefährden. Nur das Gesundheitssystem schließt seine Selbststeuerung direkt an den Code krank-gesund an, unterscheidet Krankheitsarten, Heilungsverfahren und so weiter und versucht innerhalb dieser Programmstruktur die Differenz zwischen krank und gesund zu verringern. Das Wirtschaftssystem wiederum ist in seiner Relevanzstruktur am Profitmachen orientiert. Wenn zum Beispiel Impfstoffe aus Dritte-Welt-Ländern bezogen werden, so könnte es daran arbeiten, synthetische Impfstoffe zu entwickeln, um die Differenz zwischen entgangenem und erzielbarem Profit zu verringern. Es lässt sich damit folgendes Resümee ziehen. Erstens, der Begriff der Steuerung bezieht sich nicht auf Systeme, also Regelungsfelder, als Objekte der Steuerung, sondern auf Unterscheidungen, die mit einer Asymmetrieangabe versehen sind. Zweitens, hierbei eignen sich nur spezifische Unterscheidungen, also solche, die unterhalb der Leitdifferenz von gesellschaftlichen Teilsystemen angesiedelt sind. Drittens, wir müssen die Referenzebenen beachten und uns also fragen, in welchen Systemen wir die Bearbeitung von Daten beobachten. Hier fiel bereits das Stichwort beobachten. Bekanntlich gibt es bei Luhmann zwei Ebenen der Beobachtung. Erstens, das System steuert sich selbst, indem es sich mit Bezug auf einen spezifischen Code von seiner Umwelt unterscheidet. Dazu beobachtet es die Umwelt, aber immer nur durch die systemspezifische Brille, also unter Zugrundelegung des systemspezifischen binären Codes. Diese Beobachtung erster Ordnung erfolgt gewissermaßen rücksichtslos.
weil alle anderen Relevanzkriterien vernachlässigt werden. Dass unterschiedliche gesellschaftliche Funktionssysteme dabei, also bei der Beobachtung erster Ordnung, jeweils anderen Unterscheidungen zugrunde liegen, kann wiederum von einem Beobachter beobachtet werden. Wir sprechen dann von Beobachtung zweiter Ordnung. Also, wenn die eine Beobachtung erster Ordnung von einem anderen Beobachter beobachtet wird. Man beobachtet nicht etwas in der Welt, sondern man beobachtet den Akt der Beobachtung. Das ist Beobachtung zweiter Ordnung. Der Vorteil: mittels eines systemtheoretischen Steuerungsbegriffs gewinnt man so andere Unterscheidungsvermögen. Zur Rolle der Politik. Bei den handlungstheoretischen Konzepten wurde der Politik eine besondere Rolle in der Steuerung zugeschrieben. Bei Mainz waren die politischen Akteure insbesondere staatliche Akteure, bei Olfe dann auch politisch engagierte Bürger und ihre Assoziationen. Stets wird aber dabei festgehalten, dass Steuerung der Gesellschaft bzw. Gestaltung der Gesellschaft eine politische Aufgabe ist. Im systemtheoretischen Steuerungskonzept wird dies nun radikal geändert. Jedes System kann steuern, auch wenn es sich nur selbst steuert und nicht die ganze Gesellschaft. Das heißt, dem politischen System kommt in Bezug auf Steuern keine Sonderrolle mehr zu. Die Spezifik politischer Steuerung besteht nur noch darin, dass das politische System nach einem spezifischen Code, also Macht haben, nicht Macht haben, steuert. Die strukturelle Kopplung zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen. Bisher haben wir in unseren Betrachtungen auf die Grenzen von Steuerung abgestellt, die durch das System gezogen werden. Das heißt insbesondere herausgearbeitet, dass Steuerung nur im Kontext von autopoietischen Systemen Selbststeuerung bedeuten kann. Das heißt, der verbreiteten Vorstellung einer gezielten Fremdsteuerung von einem Teilsystem, insbesondere der Politik, in ein anderes, wie etwa der Wirtschaft, hinein, wird damit der Boden entzogen. Auch wenn wir von geschlossenen Systemen ausgehen, so ist doch zu betonen, dass diese Systeme keineswegs fensterlose Monaden sind. Sie sind also in Kontakt mit ihrer Umwelt, aber jeweils nur nach ihrem eigenen Code gerichtet. Und auch die empirische Beobachtung zeigt, dass unterschiedliche Systeme miteinander interagieren. Die Gretchenfrage lautet daher, wie können also geschlossene Systeme zugleich offen sein? Die Antwort: Wir müssen zwei Ebenen unterscheiden, eine operative und eine kognitive Ebene. Zunächst zur operativen Ebene. Hier sind Systeme geschlossen. Denn ihre Operationen wählen aus den Daten der Umwelt nur das aus, was dem jeweiligen Code auf dem Bildschirm des Systems erscheint. Systeme sind somit in der tiefen Struktur ihrer Selbststeuerung unabhängig von ihrer Umwelt. Aber auf der zweiten, auf der kognitiven Ebene, sind Systeme offen. Das heißt, ein System muss gegenüber Ereignissen in der Umwelt ausreichend Resonanz entwickeln, um auf Impulse der Außenwelt reagieren zu können. Warum? Dazu eine Analogie. Wie zum Beispiel organische Systeme zur Selbsterhaltung auf Energiezufuhr von außen angewiesen sind, so sind auch gesellschaftliche Teilsysteme auf die Bereitstellung von Datenmaterial aus der Umwelt angewiesen, dass sie mittels systeminternen Datenverarbeitungsprozessen so transformieren können, dass sie dem eigenen Strukturaufbau dienen. Denn sie benötigen diese Ressourcenzufuhr aus der Umwelt zu ihrem Strukturaufbau. Ein Schaubild. Diese gleichzeitige Geschlossenheit und Offenheit von Systemen lässt sich mit Hilfe des hier sichtbaren Schaubilds verdeutlichen. Die Grundstruktur. Die Grenze von Steuerung, also der schwarz-weiße Balken in der Mitte, verläuft zwischen System, links vom Balken, und Umwelt, rechts vom Balken. Dabei handelt es sich um eine vom System selbst gezogene Grenze mittels des binären Codes. Auf der operativen Ebene, die oberste Spalte, geht gar nichts. Hier herrscht völlige Abgeschottetheit. Die Systeme sind auf dieser Ebene geschlossen. Das heißt, folgen in ihren Operationen nur ihren eigenen Relevanzkriterien und ihrer eigenen Rationalität.
Auf der kognitiven Ebene hingegen sind Systeme offen. Die Ausfuhr, das ist die mittlere Spalte, das System kann einerseits Umwelt beobachten und auch durch seine Operationen Auswirkungen auf die Umwelt haben, wenn auch keine intentionalen, das heißt gezielt gesteuerten. Drittens die Einfuhr. Das System kann andererseits von der Umwelt irritiert werden. Das ist die dritte Spalte. Diese Irritationen können umgewandelt werden zu einer Ressource für das System. Wichtig ist zu beachten, Informationen werden nur vom System erzeugt. Die Umwelt stellt lediglich Daten bereit. Die Systeme sind ja in ihrem Operationsmodus, also grundlegend rücksichtslos angelegt. Das heißt, das Wirtschaftssystem beispielsweise möchte Profit akkumulieren, ohne Rücksicht auf andere Systeme oder gar ökologische Umwelt. Aber das ist nicht unproblematisch. Denn wenn jedes System nur seine eigenen Relevanzkriterien verfolgt, dann beinhaltet dies die Gefahr von problematischen Auswirkungen auf andere Systeme. Die Frage also, wie passt sich ein System an seine Umwelt an? Gibt es also so etwas wie einen Abstimmungsmechanismus zwischen Systemen? Die Antwort: sogenannte strukturelle Kopplungen ermöglichen die Umweltanpassung eines Systems. Indes ist zu betonen, dass die kognitiven Prozesse nur irritiert, aber nicht determiniert, also von außen bestimmt und total festgelegt werden können. Dabei ist auf die doppelte Qualität der Irritation zu verweisen. Irritationen können verstörend wirken im Vergleich zu gegebenen systemischen Erwartungen, aber sie können zugleich auch eine wesentliche Energiequelle des Systems sein. Das heißt, Irritation ist für das System notwendig. Damit ist der Rahmen der Denkfigur der strukturellen Kopplung, allerdings noch nicht gesagt, in welcher Weise ein gesellschaftliches Funktionssystem auf irritierende Impulse der Umwelt und insbesondere von anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen reagiert. Denn Irritationen und Störungen können vom System umgewandelt werden in Ressourcen. Grundsätzlich gibt es indes mehrere Optionen des Systems, auf die Irritation zu reagieren, nämlich lernen, ignorieren, ausschalten und andere. Hier ein Schaubild zur strukturellen Kopplung zwischen Funktionssystemen. Eine letzte Unterscheidung im Rahmen von systemtheoretischen Überlegungen im Kontext von Steuerungsfragen ist zu erwähnen, nämlich die zwischen Codes und Programmen. Am unteren Rand der Folie in grüner Farbe. Codes sind grundsätzlich invariant. Zum Beispiel ist der binäre Code des Wirtschaftssystems immer Geld haben oder nicht Geld haben. Denn dem Wirtschaftssystem kann es nie egal sein, ob gezahlt wird oder nicht. Programme hingegen können variieren. Zum Beispiel je nach konkreten Steuerungsprogramm, das die Politik bzw. die Regierung verabschiedet, können Betriebe nach unterschiedlichen Kriterien gesteuert werden. Begreift man Steuerung als strukturelle Kopplung, dann ist festzuhalten, dass gesellschaftliche Funktionssysteme bestimmte Programme entwickeln können. Diese können durchaus auch Auswirkungen auf die Umwelt, sprich andere gesellschaftliche Funktionssysteme haben. Doch diese Auswirkungen lassen sich nicht zielgerichtet steuern. Ich möchte zwei Anmerkungen vorausschicken. Grundsätzlich ist darauf zu verweisen, dass es viele Arten von strukturellen Kopplungen gibt, nicht nur diejenigen zwischen Funktionssystemen. Diese sind aber das, was uns hier interessiert, und darum können wir andere strukturelle Kopplungen außer Acht lassen. Zum anderen ist darauf zu verweisen, dass nicht zwischen allen Funktionssystemen gleichförmige strukturelle Kopplungen entwickelt worden sind. Denn bestehende Systemzusammenhänge sind wichtiger als andere und können sich irritierend auswirken. In der Regel können zum Beispiel Ereignisse im Wirtschaftssystem heftige
Irritationen in der Politik auslösen, heftigere Reaktionen in der Politik auslösen, als dies durch Ereignisse im Religionssystem der Fall ist. Ein Beispiel für eine enge strukturelle Kopplung ist also die zwischen dem politischen System und dem Wirtschaftssystem. Im Folgenden soll es beispielhaft um den Fall struktureller Kopplung zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Funktionssystemen gehen, nämlich dem FS1 Politik, rote Farbe auf der linken Seite, und dem F2 Wirtschaft, die blaue Farbe auf der rechten Seite. Wie strukturelle Kopplung zu verstehen ist, soll am Thema der Arbeitslosigkeit, AL, verdeutlicht werden. Stellen wir uns nun folgende Ausgangslage vor. Es gibt seit kurzem eine hohe Arbeitslosigkeit, die sich in den entsprechenden Statistiken niederschlägt. Dies löst Irritationen im politischen Funktionssystem aus, da dadurch der Machterhalt der Regierung gefährdet sein könnte. Wir erinnern uns, das politische System operiert grundsätzlich mit dem Code Macht haben, Macht nicht haben. Das heißt, durch steigende Arbeitslosenzahlen wird ein Handlungsbedarf im politischen System verursacht. Um die Machtbalance wieder ins Lot zu bringen, legt die Regierung ein Differenzminimierungsprogramm bzw. ein Differenzminderungsprogramm, hier rot dargestellt, auf. Das heißt, ein Programm zur Minderung der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu einem Zustand ohne Steuerung. Zum Beispiel könnten Sie eine Verordnung erlassen, dass Unternehmen, die Arbeitslose einstellen, ein Jahr lang nur 50% Steuern zahlen müssen. Das wirtschaftliche Teilsystem wiederum wird durch diese politischen Regulierungsversuche irritiert. Das heißt, es registriert, die Politik macht etwas, was Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Die Wirtschaft registriert diesen Input der Politik als Datenmenge, die sie nach ihrem eigenen binären Code, wie kommt das Geld in der Kasse und kommt Geld oder nicht, verarbeitet. Alle Informationen im Wirtschaftssystem sind systemintern erzeugt. Oder in anderen Worten, die Infoqualität der Daten wird erst im internen Informationsverarbeitungssystem gemäß dem Code Geld haben versus nicht Geld haben erzeugt. Die Wirtschaft greift dann dieses Programmangebot der Politik in selektiver Weise auf, indem sie zum Beispiel verstärkt Arbeitslose einstellt, um einen Steuernachlass zu bekommen, aber zugleich verstärkt andere Mitarbeiter entlässt. Die Unterscheidung, nach der hier gesteuert wird, ist die Minderung der Differenz, hier blau dargestellt, zwischen einem möglichen Steuererlass und dem gegenwärtigen Zustand ohne Steuervergünstigung. Im Resultat führt dies dazu, dass die Arbeitslosigkeit nicht in der von der politischen Verordnung intendierten Weise umgesetzt wird, denn die Frage des Arbeitslosenabbaus ist für die Wirtschaft gar nicht von primärem Interesse. Die Politik registriert das Scheitern des ersten Steuerungsversuchs. Es entsteht neuer Handlungsbedarf auf Seiten der Politik, die dann vielleicht ein Gesetz verabschiedet, das die Entlassung von Arbeitskräften erschwert und so weiter. Und damit schafft sie ein neues Differenzminimierungsprogramm. Und das Spiel beginnt von vorn. Als Fazit: Steuerung wird bei Luhmann als Selbststeuerung konzeptualisiert. Die Auswirkungen dieser Selbststeuerungsaktivitäten von einem Funktionssystem auf ein anderes Funktionssystem lässt sich anhand der Theoriefigur der strukturellen Kopplung verdeutlichen. Vielen Dank.